Und wir sind wieder da bei Need for Speed. Tja. Ja, weiß ich nicht, ob ich da als Opa durchgehen würde, aber ich habe ja für diesmal das Opa-Duell angekündigt zwischen dem Fair Lady und dem Mustang. 71 gebaut und 65. So, ich hatte gesehen, ich hatte das Wichtigste natürlich vergessen bei dem Auto. Das Logo ist jetzt natürlich auch mit dabei. So, wir fangen mit dem hier an. Gehen wir direkt raus auf die Strecke. So, da sind wir also im zweiten Lauf von der Fair Lady. Und es hat sich im ersten Lauf schon bestätigt, was wir beim Einstellen gemerkt haben. Der lenkt sich ein bisschen schrecklich. So, wir ziehen ja trotzdem wieder an allen vorbei. Das ist ja unfassbar. Ja, und werden jetzt trotzdem von allen wieder überholt. Er lenkt sich ziemlich schrecklich. Oder sie, müsste man ja vielleicht sagen. Da habe ich es auch eigentlich nicht eingestellt gekriegt. Sie lenkt. Sie driftet sehr gut. Aber so, das Rest vom Lenken ist ziemlich schrecklich. Da hätte man fast umgekippt. Es ist alles ein bisschen schwammig. Und vielleicht ein kleines bisschen zu träge. Tja, das war ja das, was wir befürchtet hatten für die alten Autos, dass wir einfach irgendwann aufgeben müssen und sagen, jetzt geht's aber nicht besser. Tja. Besonders schnell ist er auch nicht. Aber gut. Oh, perfekter Moment schon wieder. Das hatte ich im ersten Lauf auch schon. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, wann es passiert. Eigentlich dachte ich, wenn man alle Arten von Rufpunkten kriegt, aber ich hatte das auch schon ohne den Moment zu kriegen, also ich weiß es nicht genau. So, da sind wir wieder sehr gut um diese fiese Kurve rumgekommen. Jetzt sollten wir im Driftabschnitt eigentlich, ups, gar nicht so schlecht dastehen. So. Hier wären wir sehr langsam, wie alle Autos, aber das war extrem gerade, naja. So. Ups. Ah, da kommt ein Taxi noch. Erzählen wir auch hier wieder ein paar Geschichten zum Auto. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Spiel gemacht hat mit der Bezeichnung von dem Auto. Weil ich meine noch, wo man den im Shop kaufen konnte, hieß er noch Datsun Fair Lady. In einem Auswahlbildschirm in der Garage war es der Nissan. Es war tatsächlich so, dass. Ja, es ist so, dass Datsun die älteste japanische Automarke sein soll. 1933 gegründet und wurde aber schon 1900, oh Mann, 34 von Nissan übernommen. Ja, 1934, wahnsinnig lange eigenständig. Und zu der Zeit war es aber so, dass Nissan überwiegend Auto für die Oberklasse gebaut hat, also Oberklasse-Autos, und dazu mehr so ein Allgemeinfahrzeug, also für Nicht-Oberklasse. Da hat man einfach für den Großteil der Autos den Namen dazu gelassen. Auch von Autos, die der Nissan selber gebaut hat. Besonders für den Export war das der Fall, dass man alle auch Nissan-Autos als Datsun exportiert hat. Weil es war wohl so, dass im Zweiten Weltkrieg Nissan eine ganze Menge kriegsrelevantes Zeug gebaut hat. Und dadurch der Name nicht so eine gute Assoziation hatte. Gerade in den USA. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Nissan-Autos als Datsun verkauft haben. Damit haben die 1978 haben sie angefangen, den Namen vom Markt zu nehmen, sodass inzwischen nur noch Nissan-Autos verkauft werden. Ups. Man hatte sich aber 1900. Nee, ist gar nicht 1900, das war gar nicht so lange her. Hat man sich entschieden, Datsun als Marke wieder zurückzubringen für Exportautos.
Ich glaube überwiegend in Russland und Südamerika. Da werden jetzt wieder Datsun-Modelle verkauft. Tja. 1996 hat man bei Nissan... Was war das denn? Einfach so? Ja, 1996 hat man angefangen, die Fair Lady wiederzubringen. Das heißt, man hat alte Autos gekauft und die restauriert. Ich glaube, das war das. Und die wieder neu verkauft. Ist aber nicht... Hat nicht ganz so gut geklappt, weil das Restaurieren wesentlich länger gebraucht hat, als sie gedacht haben, sodass man gar nicht so viele davon verkaufen konnte. So, und jetzt hören wir schon. Höchstgeschwindigkeit 360. Das heißt, noch langsamer als der Lotus. Und damit bis jetzt das langsamste Auto auf unserer Speedwall. Die Frage ist, was das für eine Auswirkung auf die Endzeit hat. Weil wir sind tatsächlich noch Erster und können den anderen anscheinend trotzdem wegfahren. Boah. So, bremsen, bremsen, bremsen. Tja, wenn man die Kurve richtig erwischt, dann erwischt man sie richtig. Wenn nicht, dann sieht's albern aus. Tja, die Frage ist ja jetzt, blamieren wir uns am Ende damit? Oder kommt da noch eine Zeit raus, die einigermaßen vergleichbar ist mit den anderen? So, die Polizei ist schon da. Anscheinend sind wir... So, driften einfach mal vor denen weg und die sagen, nein, die sind zu langsam. Wer so langsam ist, der stellt keine Gefahr dar. Tja. So kann's gehen. Haben die anscheinend mein Logo nicht gesehen. Um zu wissen, dass ich ein super gefährlicher Typ bin. So. Dieses Auto und die Nachfolger wurden tatsächlich auch in Deutschland angeboten und hatten sehr geringe Verkaufszahlen. Das heißt, die sind tatsächlich selten, wenn man noch welche findet, die noch fahrtüchtig sind. Was? Warum? 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 Ich lenke ein bisschen und der bricht aus. Also es ist jetzt vielleicht auch tatsächlich das erste Auto, wo wir sagen müssen, dass die Zeit nicht gut ist, weil wir zu viele Unfälle haben. Weil er sich schrecklich lenkt. So, aus Stylegründen kann man den schon mal fahren. So langsam ist er ja auch nicht, aber... Aber das war's auch. Was ist denn aber mit dem Verkehr los? Haben die gehört, dass ich so ein cooles Auto hier rumfahre? Und jetzt kommen die alle gucken. So. So, wo ist die Polizei? Ist sie noch da? Hallo? Ja, da ist sie schon. Nein! Warte, meine Lieblingskurve! Mist! Da ist natürlich jetzt die Frage, ob das hier schlechter ist als der erste Lauf. Und bis jetzt kann ich es noch nicht mal sagen. Wir hatten auch schon wieder eine Menge Unfälle hier. Im ersten Lauf hatte ich auch eine ganze Menge Unfälle. Auch vorwiegend verursacht durch komisches Lenkverhalten. Oh, der war schnell. Das ging ja nochmal gut. Meine Herren, also Lenken ist ja schrecklich. So, jetzt kommt dann noch die fiese Kurve hier. Mann, aber wir sind noch Erster. Weiß nicht, was die anderen machen. Ob die zwischendurch tanken mussten. Weil so schnell hat sich das jetzt nicht angefühlt, dass wir die anderen Stars hätten abziehen müssen. Tja. Das ist natürlich sehr fragwürdig. Obwohl das sowieso komisch ist, dass ich in der Story so eine Probleme hatte mit dem Rennen. Und mit dem GTR mehrmals ran musste, bis es endlich geschafft hat. Und jetzt habe ich bis jetzt mit jedem Auto hier den ersten gemacht. Meine ich zumindest bei den Videos, die ins Video gekommen sind. So, hier sind wir fast gut rumgekommen. Tja. Und jetzt sogar mit diesem alten Ding schaffen wir es immer noch Erster zu werden.
Zeit ist jetzt die Frage, ne? Was kommt für eine Zeit raus? Schieben wir kurz hoch. Oh, oh! Okay. 99. So, da sind wir wieder in der Garage. Fair Lady, erster Lauf 9,31, zweiter Lauf 9,19. Damit ist es, glaube ich, offiziell, dass wir die ersten Autos nochmal fahren. Das heißt, die ersten vier Autos von der Liste. Und auf jeden Fall den GTR. Machen wir ganz am Ende von der Speedwall, aber mit den Zeiten, gerade mit dem GTR, bin ich ja nicht zufrieden. Das kann ich nicht akzeptieren, dass der so langsam sein soll. Da werde ich auch nochmal die Einstellung probieren, gerade mit den Reifen, wo wir gesehen haben, was da passiert, wenn man die vorderen weiter links hat als die hinteren. Da habe ich den vielleicht falsch eingestellt. Das kann ich nicht akzeptieren, dass die alte Mühle hier schneller sein soll. So, das war auf jeden Fall schon mal eine gar nicht so schlechte Zeit. Packen wir den Mustang aus und gehen auf die Straße. So, da sind wir also im zweiten Lauf vom Ford Mustang. Und wir lauschen gleich mal den Motor, weil wir uns darüber so freuen. Ja. Oh ja. So, wir hatten gesehen, 1200 PS hat der. Und die hört man auch. Das ist ziemlich brutal. Leider haben wir da auch festgestellt, der lenkt nicht wirklich toll. Wir kommen zwar um Kurven rum, aber hier so eine Abschnitte, wo man nur ein bisschen lenken muss, sind recht schwer. Ja, das haben wir nicht hingekriegt. Ja, für Drifts eignet er sich ganz gut. Schnell ist er auch einigermaßen. Aber lenken ist sehr grausam mit dem. Aber die Motorpower reicht zumindest schon mal aus, um die anderen alle abzuziehen. Ja, ja. Die Frage ist natürlich jetzt, ob uns das ganze Handling versaut. Ob wir die ganze Power nur dazu benutzen können, um den episch in irgendwelche Wände zu hauen. Ja, Verkehr ausgewichen, zack. Der konnte gar nichts machen. Oder wird am Ende noch eine gute Zeit rauskommen und wir können mit einem Auto, was 50 Jahre alt ist, hier eine gute Zeit hinlegen? Das ist natürlich die Frage. Jetzt kommen wir zum Driftabschnitt, da stehen wir vielleicht ein bisschen besser da. Die Stadt wird nachher wahrscheinlich ein bisschen grausamer. So, das war gut, da sind wir auf jeden Fall schneller rumgekommen als mit der Fair Lady. So. Oh Mann. Das Lenken ist ja. Ist ja grausam. So, da passt natürlich gleich die erste Anekdote zu. Von der britischen Version von Top Gear gab es mal eine Special Amerika-Folge, wo die drei nach Amerika geflogen sind und haben sich die Autos da angeguckt, getestet. Und da dachten die, das wäre eine lustige Idee, wenn man Ford Mustang, weiß ich gar nicht mehr was für ein Modell, aber wenn man einen Ford Mustang gegen einen echten Mustang, also ein Pferd, antreten lassen würde, auf einem Rundkurs, um dann zu gucken, wer da schneller rumkommt. Und es war tatsächlich so, dass das Pferd gewonnen hat. Hauptsächlich, weil der Mustang so schrecklich gelenkt hat. Und das abschließende Urteil von der Folge war, dass amerikanische Autos in der Regel alle ziemlich schrecklich lenken. Der Einzige, bei dem es nicht so sein soll, ist der Ford GT. Aber alle anderen sind mehr dafür gedacht, geradeaus zu fahren. Als wenn man an Amerika denkt, unendlich lange Straßen, die einfach unendlich lang geradeaus gehen, sodass man mehr davon hat, wenn man ein Auto hat, was da gut geradeaus fährt. Da wurde vielleicht nicht so viel Wert gelegt auf Kurvenlage und sowas. Und das merken wir hier jetzt auch ganz deutlich. Da haben wir es ja nicht hingekriegt, dass er hier vernünftig lenken kann. Driften geht ganz gut.
Aber so kleinere Lenkmanöver, das ist die Hölle. Das ist vielleicht bis jetzt das schrecklichste Auto zum Fahren. Da hat sich sogar noch der Fair Lady besser gefahren, obwohl das auch schon ziemlich schrecklich war. So, da ist jetzt natürlich die Frage, kann der mit der ganzen Motorleistung da mehr rausholen? Ist es vielleicht nicht ganz so schlimm? Tja. Ford Mustang als Autoserie ziemlich alt. Im Shop stand ja der hier von 65. Ich glaube, angefangen haben die 64 mit Mustangs zum Bauen. Und da war es noch so, dass Mustang als Markenname geschützt war in Deutschland von Krupp und noch irgendeiner Firma, sodass die ersten Autos hier als T5 verkauft wurden. Also nicht Ford Mustang, sondern Ford T5. Ach, also Ford ist ja von... Nee, Mustang ist ja von Ford. Ford baut die, ist anscheinend die Sportwagen-Sparte von Ford. So, und jetzt kommen wir schon gleich in die... Bereich, wo wir die Höchstgeschwindigkeit hier erreichen. Da sind wir schon. 370 habe ich gesehen. Tja, und da macht er Schluss. Da reichen die ganzen PS nicht, um da höher zu kommen. Das ist ja verrückt. Da sind wir mit den anderen Autos mit weniger PS, ja, hatten wir mehr drauf. Das ist natürlich komisch. Naja. Oh Mann, was ist denn jetzt hier los? Das gibt's ja gar nicht. Aber majestätisch ausgewichen. So, ohne Unfall hier reingekommen. Jetzt driften wir hier noch ganz cool von der Autobahn runter. Zack. So. Tja, Mustang, auch eins oder wohl das berühmteste Filmauto, was überall Auftritte hat. Tja, achso, ich weiß aber gar nicht, warum die Autos als Mustang jetzt verkauft werden, wenn der Markenname geschützt war. Ob sowas erlischt nach einer Zeit oder ob die das denen abgekauft haben, ob sowas geht. Auf jeden Fall kann man jetzt auch einen Ford Mustang kaufen, wenn man das möchte. Der heißt hier auch so. So. Tja. Ist ja auch schon in ganz vielen Need for Speed-Teilen dabei gewesen. Habe ich auch früher immer sehr gerne gefahren. Ford Mustang. Als Muscle Car, wo das in vielen anderen Spielen immer noch so eingeteilt wurde, war ich früher der Muscle Car Fan. Weil die klingen cool, die haben sehr viel Power und sahen auch immer, oder die sehen auch immer noch ziemlich cool aus. Da hat mich das anscheinend noch nicht so gestört, dass man die kaum lenken kann. Aber da bin ich ja inzwischen von weg. Ups. Bin inzwischen mehr in die Richtung Exoten gegangen. Nach der früheren Einteilung. Was so in Richtung japanische Autos geht. So. Gerade mit Nissan. Die ja da ziemlich gut dastehen. Ups. So. Da ich mich letztes Mal verfahren. Bei der Kurve, die habe ich voll verpasst. Und habe am Ende noch eine recht gute Zeit hingelegt. Also da bin ich jetzt selber auch mal gespannt, obwohl es jetzt der zweite Lauf ist. Wenn ich jetzt hier so problemlos durchkomme, was da am Ende für eine Zeit rauskommt. Das ist natürlich ein bisschen beängstigend und überraschend, dass die alte Mühle hier, was die noch kann. So. Ja, mit den ganzen Drift-Skills kommen wir hier natürlich sehr gut rum. Ja, hätte ich es mal gesagt. So, 3,7 Kilometer. Der Endspurt und die anderen haben es nicht geschafft aufzuschließen. Sehr, sehr fragwürdig. Oh. Ah, nein! Okay, das können wir jetzt eindeutig darauf schieben, dass wir den nicht gelenkt kriegen. Unter Verkehr. Aber mit einem besser lenkenden Auto wären wir da einfach durchgekommen. So. Sieht man natürlich von der Zeit ab, aber da ist einfach das Handling schuld. Das muss man ja beim Auto dazu rechnen. So, da ist das Straßenschild. Jetzt brauchen wir nur noch die Kurve. Ach, die wird zu weit. Da waren wir wieder zu gierig. Mit der Geschwindigkeit. Und wir schielen auf die Uhr und sind entsetzt. Oh Mann.
Da bin ich tatsächlich entsetzt. Was ist da los? Ford Mustang 1965 setzt einen neuen Rekord. Was ist da los? Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Ich dachte schon, der Mercedes wäre krass, wenn er unter 9 bleibt. Und jetzt der Mustang. So, da sind wir wieder in der Garage. Und wir haben schon wieder eine Überraschung. Ungeplant jede Folge neue Überraschung. Ich dachte eigentlich, nach dem Mercedes wäre die große Überraschung von den alten Autos, dass sie mithalten können. Und wir haben den Fair Lady Läufe 9,31 und 9,19. Das heißt, die Fair Lady war genauso schnell wie der GTR und teilt sich mit dem jetzt den letzten Platz. Gut, letzter Platz vielleicht nicht so toll und GTR akzeptieren wir natürlich nicht. Aber der Mustang, erster Lauf 9,14 mit Verfahren und zweiter Lauf 8,44. Das heißt, der Mustang zieht mit 11 Sekunden noch am Mercedes vorbei. Die alte Mühle. Zack, erster Platz. Neue Überraschung mal wieder. Unfassbar. Unfassbar. So, jetzt weiß ich auch gar nicht, was wir jetzt für die nächste Folge machen. Das überlegen wir einfach spontan, wenn wir uns die Autos angucken, was man so kaufen kann. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Need for Speed.